Kids, hier sind wieder die Nicole. Hallo! Und der Matze aus der Kindertagesstätte Hand in Hand in Hemhofen. Heute sind wir hier in der Küche, denn die Nicole möchte mit euch backen. Was gibt's denn Gutes? Osternester. Wir machen aus Hefeteig Osternester. Sehr schön. Tja, dann hast du ja hier schon alles vorbereitet, würde ich sagen. Kommt jetzt als allererstes mal Hände waschen und Schürze anziehen. Jawohl. Bis gleich. So, ich stehe hier in der Küche im Kindergarten, habe mein Rezept und werde euch jetzt als erstes mal zeigen, was wir alles brauchen. Wir benötigen 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Puderzucker, eine Prise Salz, eine Hefe, wahlweise auch wer zu Hause hat, Trockenhefe, 3 Eier, 60 Gramm Butter, die müssen wir zerlassen, die werde ich jetzt gleich mal hier in meinen Topf, dann kann das nämlich schon mal weich werden. Matze, würdest du mir bitte einschalten? Dann benötigen wir 250 Milliliter lauwarme Milch, den Abrieb einer halben Zitrone, also nicht ganz abreiben, sondern nur halb. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ihr habt eine Reibe und ihr müsst die Schale von der Zitrone abreiben. Davon brauchen wir ungefähr die Hälfte von der Zitrone. So, und zu guter Letzt ein bisschen Vanillezucker. 2 Päckchen, bitteschön. Ja, und als erstes müssen wir eben die Hefe und die Butter und die Milch und den Zucker miteinander verrühren. Wir müssen jetzt warten, bis unsere Butter geschmolzen ist und dann können wir das ineinander auflösen. So, meine Butter ist zerlaufen, geschmolzen. Ich zeige es euch mal. Die muss ganz flüssig sein. Dann habe ich meine Milch lauwarm gemacht. Die tue ich damit dazu. Den Vanillezucker auch mit rein. Ein Päckchen. Zweites Päckchen. Und zu guter Letzt unsere Hefe. Wer Trockenhefe nimmt, einfach mit ins Mehl rein und gut ist es. Dann braucht man nur die Butter zerschmelzen und mit dazu bei Trockenhefe einfach alles zusammenrühren. So. Tja, jetzt habe ich meine Sachen geschmolzen, miteinander verrührt. Jetzt geht's ans Teig machen. Jetzt fehlt ihr, liebe Kinder. Normalerweise bräuchte ich jetzt jemanden an meiner Rührschüssel und an meinem Quirl, aber es ist keiner da. Deswegen habe ich mir von zu Hause für heute meine Küchenmaschine mitgebracht. So, 500 Gramm Mehl. Hundert Gramm Puderzucker, eine Prise Salz, dafür müsst ihr, das ist viel zu viel, und zwar eine Prise funktioniert so, ihr tut euch ein bisschen was in die Handfläche und zwischen den Zeigefinger, das ist eine Prise. Mehr Salz brauchen wir gar nicht, das reicht vollkommen. So, eine Prise Salz. Und jetzt brauchen wir 3 Eigelb. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Wir müssen ein Ei aufschlagen und aufmachen. Und dann hin und her bewegen,
und das Weiße vom Ei in der einen Schüssel auffangen und das Gelbe vom Ei, das Eigelb, in der anderen, weil nur das benötigen wir. Vorsichtig. Ha! Sehr gut. Und die Nummer 3. Die 3 Eigelb mit in die Schüssel. Dann unsere Zitrone. Alles rein da. Und unsere Hefemischung. Und jetzt an. Und jetzt so lange kneten, bis es sich von der Schüssel löst, der Teig. Das dauert ein bisschen. So, jetzt ist unser Teig fertig. Jetzt muss der Teig eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehen. Der muss doppelt so groß werden, wie er jetzt ist. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Jetzt ist er so groß. Dann decke ich ihn zu und tue ihn an einen warmen Ort. So, soeben habe ich unseren Teig von unserem warmen Ort geholt. Ich habe in der Zwischenzeit ihn nochmal geknetet und ihn dann nochmal an einen warmen Ort gestellt, so aufgehen. Und jetzt gucken wir mal, was daraus geworden ist. Er ist aufgegangen, er ist ganz groß geworden. Yippie, es hat alles geklappt mit unserem Hefeteig. Jetzt müssen wir den Hefeteig aus der Schüssel holen. Schauen wir mal, was rauskommt. Ha, kommt sogar so raus. Ich hole ein bisschen Mehl, weil der ist wahrscheinlich sehr klebrig, unser Teig. Nehme mir ein bisschen meine Hände ein und hole noch den Rest, der an der Schüssel klebt, raus. Jetzt knete ich den Teig noch einmal durch und dann teilen wir ihn in kleine Stückchen und beginnen zu flechten. Einmal eine Hälfte. Teil. Vier Teile. Sechs Teile. So. Und hier raus müssen wir jetzt 3 Teile machen. Eins. Zwei. Drei. Und daraus eine lange Schnur sozusagen. Einen Streifen. Der erste Flechtstreifen. So, eins. Zwei. Und unser dritter Streifen. Meine Lieben, flechten. Ich mache das vielleicht mal in eure Richtung, dass ihr seht, wie man flechtet. Und zwar immer das Äußere in die Mitte. Und immer von links zurück nach rechts. Und immer von außen in die Mitte. Wieder von außen in die Mitte. Wieder von außen in die Mitte. Und so geht es, bis es ganz geflochten ist.
daraus machen wir jetzt einen Kranz. Und fertig ist unser Osternest. Das kommt jetzt auf ein Backblech. Ich zeige es euch. Ein Backblech mit einem Backpapier drunter oder ein Backblech eingefettet, so wie das eure Mama zu Hause macht oder haben möchte. So. Jetzt gibt es noch einen Arbeitsschritt, den wir tun müssen. Und zwar wollen wir es jetzt auch noch schön bunt haben und verzieren. Jetzt brauchen wir ein Ei. Das ganze Ei diesmal, ein Schneebesen. Und jetzt müssen wir das Ei verrühren. Jetzt brauchen wir einen Pinsel. Wir bestreichen das Ei mit dem Pinsel. Wir bestreichen das Nest mit dem Ei und dem Pinsel. So, schön einstreichen. Wenn es aufgeht, einfach nochmal zusammenkleben. Das wird beim Backen hoffentlich halten. So, überall. Und hier könnt ihr jetzt zum Verzieren bunte Streusel nehmen oder Hagelzucker aufs nächste. Und dann ab in den Ofen. Sind rum. Jetzt ist es fertig gebacken, unser Osternest. Es ist ein bisschen größer geworden. Wer nur ein Ei rein haben möchte in sein Osternest, muss den Kranz einfach enger zusammen machen, dass nur ein Ei reinpasst. Meins ist jetzt ein bisschen größer geworden, deswegen habe ich mein Nest mit 3 Eiern bestückt. Und fertig ist unser leckeres Frühstück. Sonderle, so schnell geht's und man hat leckere Osternester selbst gebacken. Vielen Dank, liebe Nicole. Gerne. Und euch wünschen wir jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Das Rezept schreiben wir wie immer unten rein in die Videobeschreibung. Und wie bei den Osterhasen würden wir uns freuen, wenn ihr uns Fotos schickt von euren gelungenen Osternestern. Viel Spaß beim Flechten. Viel Spaß beim Essen. Lasst es euch schmecken. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.